So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Ich habe ein bisschen trainiert und vor allen Dingen habe ich mal unsere Skillung ein wenig verändert. Und ich glaube, damit haben wir eine Chance. Dass wir gewinnen, so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich würde wirklich sagen, dass wir eine Chance haben. Ich bin jetzt auch von dem Trip runter, Buu zu trainieren, weil das bringt nichts. Buu wird früher oder später gegen dann Ultimate Rare ausgetauscht. Da führt kein Weg dran vorbei. Buu ist zu schwach. Und mit unserer Geschwindigkeit, das dauert einfach viel zu lange, wenn ich das so trainiere. Da habe ich eine bessere Idee gehabt. Eine viel bessere Idee. Dafür muss Goku allerdings hinten stehen in dem Fall. So und so. Ja, dass Pilz vorne steht, ist ja irgendwo klar. Die Frage ist, ob er auch unsere Verteidigung von den Einzelcharakteren umgehen kann. Wenn ja, haben wir ein Problem. So, da kommen gleich wieder die 300%. Gegen die haben wir keine Chance. Aber das erhöht die Verteidigung von unserem Goku und den Angriff von unserem anderen Goku nochmal ordentlich. Und darauf habe ich so ein bisschen abgesehen. Wir nutzen aus, dass Vardos schneller ist als wir, um dadurch mehr Kraft zu gewinnen. Das ist so ein bisschen mein Plan gerade. Und wenn der das nicht übersteht, dann opfern wir an der Stelle einfach Buu. Ja, an der Stelle müssen wir Buu opfern, okay. Merken wir uns, Buu opfern. Der umgeht alle Verteidigungen, auch die unserer Charaktere. Wir können natürlich auch ohne Rücksicht auf Verluste kämpfen und sagen, egal ob er uns direkt angreift, aber das sind zu viel HP, die wir da verlieren. So. Weil wenn wir ihn jetzt nochmal erwischen, sollte er ja eigentlich weg sein. Unabhängig davon, ob wir als Erster oder als Zweiter dran sind. Und ohne den Bills haben wir hier deutlich bessere Karten. Komm, 300%, 300%. 290 ist Maximum, aber wir haben den Erstschlag. Und das könnte hier tatsächlich die Entscheidung bringen. Weil wir haben erst eine Figur verloren. Der Bills hat immer noch eine erhöhte Verteidigung, aber nicht mehr so hoch. Und das war's. Bills ist raus. Und wir kriegen sogar einen direkten Angriff auf Vardos, was fürchte ich zu ihrer Ulti führt. Aber egal. Die kriegen wir auch irgendwie. So, der Angriff kann uns ja völlig egal sein. Der dann nicht, weil der wird, glaube ich, Buu besiegen. Ja. Da brauchen wir halt noch jemanden mit einer stärkeren Verteidigung als Buu. Jetzt haben wir halt nur noch drei Figuren und sie hat ihre Ulti. Das heißt, die müssen wir verhindern. Weil mit zwei Figuren haben wir trotz allem schlechte Karten. Ja, wir können es probieren.
Problem ist der Freezer. Der sorgt natürlich jetzt nochmal für einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost bei ihr, aber wir sind schon besser. Ich meine, wir haben den Bills besiegen können. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz ordentlicher Anfang. Wir müssten Bills noch ein bisschen schneller besiegen können. Und jetzt haben wir hier richtig doof gezogen, weil wenn wir jetzt mehr Geschwindigkeit gehabt hätten, hätten wir sogar noch gewonnen. Und das wäre cool, wenn wir Vardos besiegen können. Und wir sind kurz davor. Ein paar mehr Geschwindigkeiten und ein bisschen mehr Angriff. Und mehr Verteidigung. Verteidigung ist ganz wichtig. Ja, dass Vegeta drauf geht, ist klar. Problem ist, jetzt gehen wir wahrscheinlich alle drauf. Nee, Goku überlebt sogar ganz knapp. Aber alleine hat er leider keine Chance mehr. Naja, können wir eigentlich direkt einen Neuversuch starten? Dass diese Animation hier am Anfang immer kommt, ne? Ich weiß, es ist so ein bisschen ein Ladescreen. Aber es ist trotzdem ätzend. Also wenn ich hier Animationen ausmachen könnte, ich würde es tun. Das würde nämlich das Ganze viel, viel schneller machen. Kann man das? Nein, kann man nicht. Ich muss auch Goku noch viel mehr Angriff boosten. Das reicht noch nicht, was er da hat. So, wir opfern jetzt mal am Anfang Buu. Ich glaube, wenn wir am Anfang Buu opfern, ist das besser. Ich weiß, Buu ist unser Hauptgeschwindigkeitsakteur, aber trotzdem. Und wir hängen gar nicht so viel mit der Geschwindigkeit hinterher. Und sie hat nicht die 300% genommen, wir nehmen sie. Dann sind wir jetzt sogar als Erster dran. Das eröffnet hier ja ganz neue Möglichkeiten. Problem ist diese 30% Schadensreduktion von Whis. In Kombination mit der ganzen Abwehr, die haben, ist das schon heftig. Also hätten wir auch so einen Build, der die Verteidigung komplett umgehen könnte, ich sag mal, es wäre einfacher. Jetzt waren wir natürlich nicht als Zweiter dran, das bedeutet auch, Goku hat den Angriffsbonus nicht bekommen. Ja, ist nicht ganz so schlimm. Wir haben Bills ordentlich zugesetzt. Sehr, sehr ordentlich sogar. Aber ihr seht schon, was der Unterschied zwischen den Charakteren ist. Die sind alle auf einem richtig hohen Level. Und da fehlt mir so ein bisschen die Zeit, das zu machen. Danke, Zero, für diese Information. Ich weiß. Habe ich mitbekommen. So, der Verlust einer Figur erhöht unsere Ultimativanzeige ganz schön. Aber Vardos senkt sie natürlich wieder. So, und jetzt nehmen wir mal den Goku hier. Problem ist, ich glaube, jetzt schaffen wir den Erstschlag nicht mehr. Weil jetzt müssten wir den Erstschlag schaffen und das ist das Problem, den schaffen wir nicht. Da müsste sie schon wirklich sehr, sehr schlecht ziehen. Ah, wir waren schon nah dran, aber nicht nah genug.
Weil das ist das Problem. Hier hängen wir noch hinterher. Außer ich würde da halt statt Piccolo jemand anders reinsetzen. Aber das Problem ist, wir haben keinen, der so schnell ist. Beziehungsweise, wenn wir da jemand anders reinsetzen, bringt es halt auch nicht so viel. Und jetzt haben wir wieder nur noch zwei Figuren. Das ist alles doof. Und da wurde unsere Ultimativanzeige wieder zurückgesetzt. Ich hätte auch für Vados absolut keine Strategie, das ist das Problem. Weil das der Pilz ein Problem ist, das ist glaube ich allen klar. Aber ich wüsste nicht, wie wir ihn kaputt kriegen. Jetzt haben wir zwar, weil Goku nur mit einer Figur platziert ist, Gokus Angriff nochmal um einiges erhöht, aber es reicht halt nicht. Ne, da sind wir weg. K.O. Wir bräuchten halt richtig viel Figuren-EP. Figuren... Ja, Goku reicht leider nicht. Der hat zu wenig Geschwindigkeit. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, wäre Buu rauszunehmen, Buu seine ganzen Sachen dann nehmen und hier so einen Goku nehmen. Weil der hat mehr TP. Das ist wirklich so das Einzige, was mir einfällt. Weil den Goku, auf den setze ich gerade alles. Den möchte ich auch gerne leveln. Weil der ist der Einzige, der hier eine Chance hat. Auf der anderen Seite Piccolo halt. Wegen seiner Verteidigung. Aber derzeit kommen wir so nicht weiter. Und zwar gar nicht. Ne, ich brauch mehr Figuren. Vor allen Dingen mehr ZP-Medaillen. Ja, wenn ich dann von den Einzelfiguren die Werte nochmal erhöhen kann. Jetzt mit der neuen Mechanik, dass man die kombinieren kann. Dann werden die richtig heftig. Problem ist, damit ich das gescheit machen kann, müsste ich diesen Zeitriss da hinten zerstören. Dieser Zeitriss ist allerdings verflucht schwer und ich schaffe ihn nicht alleine. Nicht mal mit Zero zusammen, da bräuchte ich mal richtig Leute. Der hat was mit Nappa. Und der hat was mit... Die hat was mit Freezer. Das sind wahrscheinlich wieder hier diese Posen, die wir da machen müssen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was wir da großartig tun sollen. Okay, das war's auch nicht. Ginyu Spezialpose. Ja. Ich hätte keine Ahnung, was wir da machen sollen.
Nö. Ja gut, Leute, dann lasst ihr mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es hier weitergeht, mit Dragon Ball Xenoverse 2. Bis dann, euer Wolf.